Einen wunderschönen guten Morgen, Andreas Trienbacher, Personaltrainer aus Karlsruhe. Heute Sonntag, 10.03.2013. Ich werde dieses Jahr meine Wettkampfvorbereitung, Vorbereitung auf Fotoshooting, die jetzt in nächster Zeit alle anstehen, werde ich ein wenig dokumentieren in Form von Clips und in Form von Bildern. Zum Thema Ernährung, zum Thema Training, was trainiere ich, was esse ich, was tue ich, warum. Bestimmt interessant für einen oder anderen, der sich im Studio abrackert, abmüht, um letztendlich Topform zu bekommen. Topform heißt, im Sommer wollen wir alle einigermaßen gut aussehen, keiner möchte eine Wampe haben und da sollte man wissen, was man tut. Ich werde versuchen, so gut wie es geht, euch einiges an Material zu liefern zum Thema Ernährung und Training. Heute geht's los mit Training. Und zwar, dieses Mal bereite ich mich im Frühjahr nicht mit der HFT-Methode vor, HFT mit hohen Clusterzahlen, sondern mit hohen Clusterzahlen, mit Cluster mit hohen Wiederholungszahlen, sondern heute, dieses Mal beginne ich mit Reduktionssätzen. Ich mische dann Reduktionssätze und Supersätze. Und Cardio kommt dazu, bei mir vorerst mal nur an den trainingsfreien Tagen. Im Moment habe ich einen Tag Training, einen Tag trainingsfrei, wobei ich immer ein Ganzkörpertraining favorisiere. Ich trainiere in der Regel nicht länger wie eine Stunde Krafttraining. Länger kann ich auch nicht, weil danach ist mein Energiespiegel am Boden. Cardio-Training jeden zweiten Tag, morgens nüchtern, das heißt 5.30 Uhr raus aus dem Bett, hoch im Hintern und zwischen halben Stunde, dreiviertel Stunde Intervalltraining. 2-3 Minuten, niedrige Herzfrequenz, für mich als alter Sack zwischen 125 und 135 Puls. Und danach mal schnell hoch, 1-2 Minuten Richtung 155 Puls. 30 bis 45 Minuten, warum? Je nach Laune und Lust. Und je nachdem, wie sich mein Körper verändert, mal mehr, mal weniger. In der Regel zum Schluss ein bisschen mehr, damit ich auf den Punkt komme. Anvisiert sind wieder die 4% bis 5% Körperfett auf jeden Fall. So, jetzt geht's los mit Reduktionssätzen, Ganzkörpertrainingsmethode mit Grundübungen heute mal und dann am nächsten Tag wieder mit Grundübungen, aber mit einer anderen Wiederholungszahl, um verschiedene Kadenzzeiten einzuhalten und dann natürlich auch das dritte Training wieder mit anderen Wiederholungszahlen. In der Regel fange ich heute an mit niedrigen Wiederholungszahlen, beim nächsten Training mittleren Wiederholungszahlen und dann mit hohen Wiederholungszahlen. Somit ergibt sich eine unterschiedliche Kadenzzeit. So, das war der Schnellsprecher, Andreas Trienbacher aus Karlsruhe, Personal Trainer Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe. Das war's. Bis dann. Ciao.